Das ist Gaia, eine europäische Grauwölfin, die 4 Jahre alt ist und circa 40 Kilo wiegt, ist damit also eine größere Vertreterin, wirklich im oberen Bereich des Spektrums des europäischen Grauwolfs und ein wunderschönes Exemplar. Dankenswerterweise hat sie extra für uns den Winterpelz angelegt, was sie natürlich noch mal ein bisschen fotogener macht. Wölfe im Sommerkleid wirken ziemlich, ja, hager, wie ich finde. Im Winterfell hingegen sind sie ein besonders prächtiger Anblick. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Tiervideo. Ich habe ein paar Wolfaufnahmen im alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald gemacht. Das heißt, das sind natürlich keine freilebenden Wölfe, die wir hier zu sehen bekommen. Und größtenteils ist auch Gaia das Model der Wahl. Aber es reicht trotzdem, um mal ein bisschen was zur Wolfsbiologie zu erzählen. Wölfe sind die Stammart all unserer Hunde. Sie sind auch mit all unseren Hunden theoretisch noch paarbar, wenn sie sie nicht auffressen, und können damit quasi neue Hunderassen hervorbringen. Die Domestizierung des Wolfs liegt nach neueren archäologischen Funden wahrscheinlich schon 100.000 Jahre zurück und ist also schon ein bisschen her. Wölfe waren bis zu ihrer Verfolgung das weltweit am weitesten verbreitete Säugetier und kamen ja, auf der kompletten Nordhalbkugel, komplett Europa, Asien und Nordamerika, bis auf kleine Ausnahmen, fast überall vor, wo es jetzt nicht super kalt oder extremst warm gewesen ist. Außerdem sind sie noch auf der arabischen Halbinsel heimisch gewesen und ja, ein solches Verbreitungsgebiet, natürliches Verbreitungsgebiet, schafft keine eigene andere Säugetierart. Wölfe gelten in den Lebensräumen, in denen sie vorkommen, als Apex Predator. Das bedeutet, sie sind die Spitze der jeweiligen Nahrungskette. Niemand frisst Wolf. Wolf hingegen frisst so ziemlich jeden, den er kriegen kann und wo sich der Aufwand lohnt. Sie mampfen auch schon mal eine Maus, wenn sie eine kriegen, aber eher mehr so als kleinen Cracker und weniger jetzt als Haupt. Beute. Denn ein Wolf braucht durchschnittlich, so jemand wie Gaia von der Größe her, braucht durchschnittlich etwa 4 Kilo Fleisch am Tag. Glaubt man nicht, ist aber so. Am Schädelknochen lassen sich ganz gut ein paar Unterschiede zum Haushund erkennen. Das Gebiss ist ähnlich dem des Haushundes. Allerdings hat ein Wolf auf dem Schädel einen Knochenkamm, der zum Ansatz der Kaumuskulatur und Beißmuskulatur dient, die beim Wolf im Gegensatz zu den allermeisten Haushunderassen deutlich stärker ausgeprägt ist. Der Wolf hat auch die längste Schnauze innerhalb der Familie der Hunde, also sprich auch ein Schakal hat keine längere Schnauze, sondern definitiv der Wolf. Fast alle Haushunde haben eine kürzere oder maximal eine gleich lange Schnauze. Was Längeres hat man also nie züchterisch hinbekommen. Das ist wichtig, weil damit hat er eine große Kaufläche und viele Möglichkeiten, seine unterschiedlichen Zähne auch entsprechend einzusetzen. Das Gebiss ist ein typisches Raubtiergebiss, das wirklich zum Fangen, Töten und dann zum Zerteilen von Fleisch entsprechend ausgelegt ist. Warum ist die Schnauze noch so lang? Damit die Nase viel Platz hat. Grob gesagt kann man sagen, je länger der Weg zwischen Nase und Gehirn, desto mehr Riechzellen finden auf dieser Strecke Platz. Und der Wolf hat vermutlich auch eine bessere Nase als die meisten Haushunde. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die meisten. Spürhunde sind zwar speziell trainiert, aber die Riechleistungen, die man Wölfen nachweisen kann, experimentell, gehen meistens darüber noch weit hinaus. Noch kurz erwähnen möchte ich die Reißzähne, das sind die großen, die dienen dazu, auch als Knochenschere verwendet zu werden. Das heißt, zwischen den beiden Reißzähnen kann ein Knochen eingeklemmt und dann auch zerbrochen werden. Das funktioniert natürlich nur bei kleineren Knochen. Ein Elchoberschenkel bekommen sie nicht durch, der würde dann liegen bleiben, sofern die Wölfe dann einen Elch erlegen. Aber für Rehe beispielsweise, die haben fast keinen Knochen, den Wolf nicht, wenn er sich viel Mühe gibt, zerteilen könnte.
Gewicht und Größe von Wölfen schwankt grob mit ihrem Verbreitungsgebiet hinsichtlich je kälter und je nördlicher, desto größer der Wolf. Als europäischer Grauwolf aus Zentraleuropa, also eher aus dem Osten, ist Gaia hier schon eine relativ große Vertreterin des Wolfs. Sie befindet sich so ungefähr im oberen Drittel, insbesondere für ein Weibchen, der möglichen Wolfsgröße, die so ein Wolf bekommen kann. Polarwölfe werden nochmal ein ganz Stückchen größer, insbesondere Polarwolfrüden können dann bis zu 80 Kilo erreichen. Das ist zwar selten, kommt aber vor in der freien Wildnis und das sind natürlich dann mordsrespektable Tiere. So die kleinsten Wölfe, die es gibt, sind so ganz schlanke, dünne, muss man sagen. Die sind auch nicht so hübsch anzuschauen wie unsere Gaia hier. Dschungelwölfe, die eben dann nur 13 Kilo auf die Waage bringen, die Weiblein. Als Abgrenzung zum Hund wäre noch zu erwähnen, dass Wölfe sehr lange Beine haben. Kaum eine andere Hundrasse hat so ein Oberkörper-zu-Beinlänge-Verhältnis. Außerdem haben sie eben diese sehr, sehr lange Schnauze und eine, das sieht man zwar nicht, ist aber trotzdem so, sie haben an der Schwanzwurzel, also oberhalb vom Schwanz, eine Duftdrüse, die den meisten Hunden weggezüchtet worden ist, weil man nicht will, dass die überall duftendes Sekret hinterlassen. Wölfe leben in Rudeln. Welch eine Neuigkeit. Die vier hier machen gerade Pause und wenn wir uns Bewegtbild angucken, ändert sich auch nichts daran, dass sie gerade Pause machen. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen mit Fotos arbeiten. Normalerweise besteht ein Wolfsrudel aus Eltern, Geschwistern des Vorjahres und dem aktuellen Wurf. Damit kommen wir insbesondere in Deutschland auf Rudelgrößen, sowas um die 7, 8 Tiere, je nachdem, wie viele aktuelle Welpen gerade dabei sind und je nachdem, wie viele Welpen aus dem Vorjahr. Hin und wieder kann es vorkommen, dass einzelne Tanten länger beim Rudel bleiben und sich mit um die Aufzucht der Jungen kümmern. Hin und wieder kann es auch vorkommen, dass Rüden von woanders von einem Rudel toleriert werden, um dann irgendwann mit einer Tochter des Alpha-Paars, wenn man sie so nennen möchte, das Weite zu suchen. Ja, aber diese Vorstellung, die man früher hatte, dass es Alpha, Beta, Gamma und sonst was Wölfe gibt und sie untereinander eine feste Hierarchie einnehmen, tritt nur bei in Gefangenschaft lebenden Wölfen auf, die A in Gefangenschaft sind und B auch noch Weibchen enthalten. Unsere Gruppe hier, das sind alles Brüder und die gute Gaia hat sich noch nicht in das Rudel integriert. Wird spannend zu sehen sein, wenn sie das mal tut, was dann da für eine interessante Sozialstruktur bei rumkommt. Aber als Bruderverband haben die wohl einen Leitwolf und ansonsten geht es da relativ gesittet zu bei den Vieren da. Die Familienstruktur führt auch dazu, dass anders als lange vermutet wurde, es nicht zu Rangkämpfen innerhalb des Rudels kommt, lediglich zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen den Geschwistern des jeweiligen Geschlechts, wo sich meistens das ältere Geschwisterteil durchsetzt, weil ist ein Jahr älter, ist entsprechend größer, stärker und da kann es dann mal zu solchen kleinen Rangkämpfen kommen. Auch hin und wieder Männlein gegen Weiblein, wo sich dann auch aufgrund von größer und stärker meistens der Bruder durchsetzt und sie dann irgendwann ein unterwürfiges Verhalten an den Tag weist. Meistens ist es so, dass Wölfe ihren Schwanz locker hängen lassen, haben sie ihn aufgestellt, zeigen sie gerade ein besonders dominantes Verhalten, haben sie ihn zwischen die Beine eingezogen, den Schwanz einziehen, dann zeigen sie ein besonders devotes Verhalten und alles andere dazwischen sind so feine Nuancen, die wir als Mensch wahrscheinlich sowieso nicht verstehen. Lefzen hochziehen, Eckzähne entblößen und dabei knurren bedeutet aber zum Beispiel genau das, was man vermuten würde, dass ist ein Lass mich in Ruhe und ein aggressives Signal. So ein Rudel ist besonders dann eine tolle Idee, wenn es darum geht, Jungen aufzuziehen. Das tut ja nur eine Wölfin eigentlich, aber der Rest vom Rudel hilft eben dabei. Ein Teil geht auf die Jagd, immer jemand bleibt bei den Jungen als Kindermädchen und passt auf, dass diese eben nicht zum Beispiel von konkurrierenden Wolfsrudeln, ja, das war gerade ein Heulen, ich habe leider den Ton dazu nicht aufgenommen, von konkurrierenden Wolfsrudeln getötet werden, was durchaus
durchaus vorkommen kann, weil sie ja Nahrungskonkurrenten darstellen und die Rudel haben dementsprechend auch feste Reviere, davon hat man sicherlich auch schon gehört, die gegen andere Hundeartigen verteidigt werden. Deshalb sollte man mit seinem Haushund vielleicht auch nicht unbedingt in irgendeinem fremden Wolfsrevier rumspazieren, weil das könnten die als ja, fremden Eindringling interpretieren und aggressiv reagieren. Das nur am Rande angemerkt. Spannend ist übrigens, dass wölfische Sozialkompetenzen auch gegen andere Tiere eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Bär ablenken, Futter klauen und abhauen. Auch wenn mir die arme Jurka etwas leid tut, wünsche ich guten Appetit. Was genau Gaia da ist, keine Ahnung. Was uns zum Thema Ernährung bringt. Da Wölfe nahezu ausschließlich Fleisch fressen, wäre es vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, wann das mal nicht vorkommt. Ein Beispiel: Manche Wölfe essen ein bisschen Grünzeug, man ist nicht genau sicher warum, vielleicht wegen Vitaminen, vielleicht auch um die Verdauung anzuregen, weil da die diversen Fellreste ja auch nochmal irgendwann wieder rauskommen müssen und Knochensplitter und da ist so ein bisschen Grünmasse zwischendurch als Ballaststoff vielleicht ganz angenehm. Und zweiter Fall, wo sie was Pflanzliches essen, sind diese sehr kleinen und leichten Dschungelwölfe, die nehmen auch mal Äpfel, Obst, Birnen, Beeren und Ähnliches zu sich, vermutlich allerdings einfach nur aus Notwendigkeit, weil sie nichts anderes finden können. Rein vom Magen her wäre ein Wolf auch in der Lage, einfache pflanzliche Nahrung, sprich Beeren, Äpfel, Obst und so weiter, zu verdauen, aber tatsächlich die allermeisten Wolfspopulationen beschränken sich zu wirklich nahezu 100% auf Fleisch. Also Gaia und ich haben gemeinsam, dass wir Fleisch mögen. In Ihrem Fall ist das durchaus legitim. In meinem Fall sollte ich da vielleicht mal irgendwann so ein bisschen zumindest mengenmäßig dran arbeiten. Nichtsdestotrotz, hier können wir schön sehen anhand des blauen, der blauen, hellblauen Abteilung, dass in Norditalien, rechte Seite, Nutztiere mit 26,3% sehr wohl eine Rolle spielen, während in Sachsen Haustiere mit 1% eine eher untergeordnete Rolle spielen. Die 1% sind schon vielen Leuten viel zu viel, was ich auch verstehen kann, alles in Ordnung. Aber damit will ich nur darauf hinaus, dass eben der Wolf ein ganz klarer Opportunist ist und immer das nimmt, was er am einfachsten kriegen kann. Es ist nicht so, dass in Norditalien Nutztiere besonders einfach zu kriegen wären, sondern die ganzen anderen Sachen, so wie zum Beispiel das Reh, was in Deutschland seine Hauptbeute auch mengenmäßig darstellt, das ist einfach viel schwieriger zu bekommen. Und wenn das knapp wird, dann kann durchaus ein Nutztier, auf das gerade mal nicht ganz so gut aufgepasst wird, eine sehr verlockende Alternative sein. Also Wolf ist sich wirklich nicht zu schade, immer das zu nehmen, was er gerade mit dem vertretbarsten Aufwand bekommen kann. Je weniger Aufwand für die Jagd notwendig ist, desto mehr Freizeit hat er. Und tatsächlich ist Freizeit bei Wölfen recht ausgeprägt, weil sie meistens sehr effiziente Jäger sind und dann Zeit haben, um im Rudel sich der gegenseitigen Fellpflege und der Interaktion zu widmen. Das sage ich bei vielen Tierarten, aber je mehr man Tiere rumliegen und nichts tun sieht oder miteinander Spaß haben sieht, spielen tatsächlich, was auch ausgewachsene Wölfe mitunter noch machen, desto effizienter müssen sie sein, weil wenn für sie das Leben ein reiner Überlebenskampf wäre und das wäre einfach jedes Mal nur kämpfen, 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 um jedes Stückchen Nahrung streiten, dann könnten sie das nicht. Deshalb muss ein Wolf ein hocheffektiver Jäger sein. Und hin und wieder gibt es auch mal was zu trinken, brauchen sie nur selten, in Gefangenschaft bzw. ohne natürlichen Lebensraum trinken sie deutlich häufiger als in der freien Wildbahn. Oft wird getrunken nach anstrengenden körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel den Bärärgern. Ja, na, das wäre vielleicht noch kurz anzumerken gewesen.
Ja, durchschnittlich 4 Kilo Fleisch pro Tag braucht so ein durchschnittlicher, global durchschnittlicher Wolf. Da kommt also schon was zusammen. Und pro Mahlzeit können sie dann gerne mal 10 bis 12 Kilo Fleisch auf einmal futtern und machen dann aber auch mal einen Tag Pause und brauchen dann nichts mehr oder auch mal 2 Tage Pause. Aber danach geht es wieder auf die Jagd und es wird nach Neujahr, je nachdem wo, auch sehr großer Beute gesucht. Interaktionen der einzelnen Wölfe bei der Jagd, da hat man ja schon wirklich ganz Tolles gesehen. Es ist eher selten, dass zum Beispiel ein Teil des Rudels sich irgendwo hinter einem Gebüsch versteckt, um dann der flüchtenden Beute in den Weg zu hüpfen. Kommt aber vor. Bei uns in Deutschland ist die Jagd meistens eher was, was ein Einzeltier macht, weil wir haben ja auch keine riesengroßen Beutetiere. Selbst ein Rothirsch kann ein Wolf alleine erlegen. Also insbesondere eine Rüde, das klappt dann schon und ist möglich. Ja, schnell weg. So, jetzt verwerten wir noch das restliche Bildmaterial und kommen nochmal auf die Rolle im Ökosystem zu sprechen. Wölfe sind eben Spitzenprädatoren. Jetzt gibt es verschiedene Theorien und keinerlei Einigkeit innerhalb der zoologischen Forschung, was Wölfe angeht, wie wichtig die für Ökosysteme sind. Das gilt generell für Apex-Prädatoren, die ja von oben herab als Spitze der Nahrungspyramide vielleicht im ersten Moment nicht besonders wichtig scheinen. Ne? Wenn ihr euch eine Pyramide vorstellt, wenn ihr die Spitze abbrecht, was habt ihr dann? Eine Pyramide ohne Spitze. Der Rest bleibt immer noch stabil. Wenn ihr hingegen unten in der Mitte einen riesen Klotz rausnehmt, dann bricht das ganze Ding zusammen. Also sprich, Arten, die ganz vielen Tieren als Nahrungsmittel dienen, wie eine Maus, die sind für ein Ökosystem klassischerweise relevanter als die Spitze. Ja? Aber nichtsdestotrotz gibt es Untersuchungen jetzt auf der einen Seite, die sagen, dass der Wolf eben hier auch mal im Grünzeugmampfen sehr relevant für Ökosysteme ist, weil dort sonst die Pflanzenfresser überhand nehmen und keine Regulation der Pflanzenfresser stattfindet. Das heißt, die könnten ihr eigenes Ökosystem leer fressen. Damit würde die Diversität des Lebensraums zurückgehen, also die Vielfältigkeit, und es käme zu einer Vereinheitlichung der Arten, die dann halt mit diesen schlechteren Bedingungen jetzt noch zurechtkommen. Oder es müsste zu einem großen Massensterben kommen, weil wo kein Wolf, da muss irgendein anderes Lebewesen für Regulation sorgen, und das ist dann gerne mal ein Krankheitserreger. Das heißt, Seuchen raffen ganze Herden von großen Pflanzenfressern dahin. Hingegen mit vorhandenem Wolf müssen sich die Pflanzenfresser einzeln jeweils individuell anpassen, um damit klarzukommen, dass der Wolf sie fressen möchte. Und das führt zu unterschiedlichen Strategien und damit zu unterschiedlichen ökologischen Nischen, nennt man das. Und jeder muss anders damit umgehen, nicht vom Wolf gefressen zu werden. Das heißt, nicht eine Art dominiert alles, und wenn eine Art mal alles dominieren würde, dann würde der Wolf als Nahrungsopportunist diese eine Art ganz schnell vorzugsweise futtern, weil wenn die überall rumsteht, dann kann die auch überall gefressen werden und dann ist sie ganz schnell nicht mehr überall rumstehend. Also in diesem Punkt wäre dann schon mit einem positiven Aspekt durch den Wolf zu rechnen. So, und jetzt kommen wir zur anderen Seite der entsprechenden Meinungen der Experten, ob der Wolf denn jetzt nun für Ökosysteme unerlässlich ist oder nicht. Denn die Rolle des Apex-Predators, die kann auch der Mensch bei gut gemachtem Jagdmanagement einnehmen. Kann. Ja? Und jetzt müssen wir, um das nochmal näher zu beleuchten, ganz klar unterscheiden, haben wir es hier denn mit einer Kulturlandschaft oder mit Urnatur zu tun. In der Urnatur hat der Wolf selbstverständlich seinen Platz, gar keine Frage. In einer Kulturlandschaft ist das eben das, was kein Mensch so genau sagen kann und was so viel diskutiert wird. Und das ist ein großartiges Tier, gar keine Frage. Aber Wolf in Deutschland ist eine Herausforderung und ja, bisher sehe ich jetzt noch nicht die endgültige Lösung, wie man damit nun mal umgehen soll, dass diese Tiere nicht ganz ungefährlich und durchaus hungrig, wie man sieht, sind. Ja, aber ein großartiges Tier. Bei uns im Wald
gilt so ein bestimmter Spruch, wo der Wolf ist, wächst der Wald. Das liegt daran, dass der Wolf natürlich die Wilddichten erstmal reduziert. Das kann aber auch der Jäger. Was der Wolf auch noch tut, ist allerdings das Verhalten des Wildes anzupassen, dass die sich nicht mehr so sehr nachts raustrauen, weil der Wolf kriegt sie nachts eher noch besser als am Tag. Da sehen sie ihn nämlich nicht kommen. Nachts, tags hingegen schon. Und sie gerne mehr mal rausgehen auf Freiflächen und sich weniger im Dickicht des Waldes verstecken, weil der Wolf mit seiner Nase findet sie ja trotzdem. Das heißt, wir haben also eine aktive Verhaltensänderung, die seit Jahrzehnten durch bestimmtes Jagdmanagement versucht wird herbeizuführen, die der Wolf quasi gratis anbietet. Das ist vielleicht der größte und vielleicht der ausschlaggebendste, positivste Aspekt, den der Wolf auf unsere Landschaft hat. Er sorgt für verhaltensangepasstes, weniger Waldschaden verursachendes Wild. Für wen das jetzt relevant ist, das müsst ihr wissen. Ja, wenn ihr jetzt nicht Förster seid, wird euch das wahrscheinlich ziemlich schnurz sein oder Waldbesitzer. Aber das ist vielleicht in Deutschland sicherlich der unstrittigste und offensichtlichste Vorteil, den der Wolf fürs Ökosystem mit sich bringt. Ob man jetzt noch ethisch-moralisch an die Sache rangehen möchte und sagen, der Wolf gehört hierher, der war hier schon viel früher als wir, das kann man selbstverständlich auch tun, kann man aber auch verneinen, das überlasse ich jedem selber, da will ich mich gar nicht einmischen in solche ethischen Geschichten, das ist ohnehin der eigenen Moral geschuldet, was man darüber denkt. Aber ja, das wäre dann der Sachteil und jetzt möchte ich noch kurz zwei, drei Dinge zu Gaia selber und dem Ort, wo sie hier wohnt, erzählen, aber da könnt ihr schon ausschalten, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Ja, erstmal kurz zur Geschichte, warum Gaia da wohnt, wo sie wohnt. Ich zitiere von der entsprechenden Website, findet ihr unten alles verlinkt. Einst wurde sie in den Wäldern von Litauen als Welpe gefunden, mit der Hand aufgezogen und wie ein Haushund gehalten. Als sie schließlich eine ausgewachsene Wölfin wurde, landete sie in einer Auffangstation für Hunde, wo sie starke Verhaltensstörungen an den Tag legte. Ist ja auch kein Hund. 2020 konnte sie jedoch gerettet werden und lebt nun in unseren Schwarzwälder Freianlage. Und da muss ich nochmal korrigieren, hier steht, wiegt circa 35 Kilo, nicht 40. Das ist vielleicht Wunschdenken meinerseits gewesen. Oder sie ist inzwischen auch nochmal ein bisschen dicker geworden. Könnte sein, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und das ist typisch für die Tiere, die wir hier im alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, es gibt auch nochmal einen woanders, könnt ihr alles in den Link entsprechend nachlesen, finden können. Das ist nämlich so, dass wir hier keine Wildtiere haben, die eingefangen werden, um als Touristenmagnet zu dienen, sondern es handelt sich eben um Tiere, die unter verschiedenen Gründen nicht mehr ausgewildert werden konnten und eben nun mal, wenn man nicht möchte, dass sie gleich sterben, in Gefangenschaft leben müssen, in Anführungszeichen. Das gilt insbesondere für die Bären, die es hier auch gibt. Jurka haben wir ja gesehen, das war diejenige, der das Futter geklaut wurde. Und das finde ich eine ganz großartige Sache, weil so kann man A, wunderbar Tierchen angucken. Es ist großartig. Es macht so Spaß, denen zuzugucken, was die so treiben den ganzen Tag. Macht wirklich unglaublich Spaß. Hatte selten so einen schönen Tag wie vor 2 Tagen. Ich nehme das jetzt relativ zeitnah auf, als ich da gewesen bin. Und also das war wirklich ganz, ganz toll. So. Und wer da auch hin möchte, das Schöne ist, die haben jetzt wieder offen. Selbst mit Corona ist das jetzt wieder möglich mit Voranmeldung. Und wer irgendwie auch nur ansatzweise in der Nähe lebt und einen schönen Tag haben möchte, da kann ich wirklich wärmstens empfehlen, im alternativen Wolf- und Bärenpark, Bären- und Wolfpark, ach, ist ja auch egal, jedenfalls da vorbeizuschauen und sich die Tiere anzugucken und ein gutes Gewissen dabei zu haben. Die haben eine Tonne Platz, die haben wunderbare Haltungsbedingungen, wenn man überhaupt von Haltung sprechen kann. Die werden nicht dressiert und kriegen so wenig Kontakt mit Menschen wie möglich, abgesehen davon, dass man sie angucken kann und können sich, je nachdem, wie dunkel ihr bisheriges Leben gewesen ist, von diesem hier ganz in Ruhe wieder erholen. Es gilt insbesondere für die Bären. Die Wölfe sind zum Beispiel als Bärtherapeut tätig und wenn die Wölfe den Bär ärgern, muss man sagen, das entspricht ziemlich genau auch dem, was den Bären in der freien Wildbahn passieren kann, weil das Wölfe einem Bär mal was zu essen klauen, das passiert denen auch in Alaska oder sonst wo. Ja, also wirklich ein ganz tolles Projekt und jetzt muss ich auch
gucken, dass ich hier zum Ende komme. Aber wer irgendwie da mal Lust hat, vorbeizuschauen und halbwegs in der Nähe wohnt, es lohnt sich 100%. Es war ein ganz, ganz toller Tag und wir haben noch viel mehr gesehen, als ich filmen konnte. Und davon abgesehen kommen noch ein paar mehr Videos zu dem Thema. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, alle Infos unten in der Beschreibung. Macht's gut. Tschüss.